Frau Löhrmann, bitte nicht erschrecken, Sie haben noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, es ist vieles gesagt und vieles richtig gesagt. Wir sind uns alle einig, dass was passieren muss. Wir haben zu wenig Schulleiter, vor allen Dingen an den Grundschulen. Insofern ist der Antrag der CDU durchaus berechtigt. Und es muss jetzt auch ganz schnell was passieren, weil ich glaube, wie es gerade schon gesagt worden ist, dass das für einzelne Schulen einfach eine Situation ist, die hochbelastend ist. Da werden Leute für Aufgaben übernehmen Leute Aufgaben, für die sie nicht bezahlt werden, teilweise 1 bis 2 Jahre dann kommissarisch. Das ist ein Zustand, der so nicht geht. Um sich auf eine solche Schulleiterstelle zu bewerben, muss man eigentlich einen Anfall von geistiger Umnachtung haben, wenn man sich mal überlegt, was da auf einen zukommt. Die Anforderungen sind extrem hoch. Besonders belastend finde ich die persönliche Haftbarkeit von Schulleitern. Ich höre immer mal wieder, dass mir Leute sagen, wenn du Schulleiter bist, stehst du immer mit einem Bein im Gefängnis. Daneben finde ich, die berechtigten Ansprüche von Schülern, Kollegen und Eltern unter einen Hut zu bringen, ist eine Aufgabe, die ja kaum möglich ist. Und ich denke, die Kollegen in Schulleiterfunktion wissen genau, wovon ich da rede. Der Schulleiter ist also so ein Multitalent. Unterricht, Organisation, Elternarbeit, Qualitätsmanagement, Personalentwicklung, externe, interne Kommunikation, Kooperation, daneben noch Sekretariat und Hausmeisteraufgaben. Ich weiß, dass der ein oder andere Kollege überlegt, ob er sich das Bett nicht in die Schule stellt, weil nach Hause fahren lohnt sich eh nicht mehr. Und das alles bei schlechter Bezahlung und zu wenig Leitungszeit. Und in diesem Zusammenhang muss man tatsächlich nochmal auf die Nichterhöhung der Beamtenbezüge hinweisen. Das war nicht gerade eine Motivationshilfe, sondern eher das Gegenteil. Also warum sollte jemand, der noch alle Sinne beisammen hat, sich auf einen solchen Posten bewerben? Der Schulleiterjob muss dringend attraktiver gemacht werden, aber wie? Es ist die angemessene Bezahlung, die ausreichende Leitungszeit, die Unterstützung durch Sekretariat und Hausmeisterstellen. Und ich glaube, der Schulleiter muss nachdem er den Job hat, auch Fortbildungen angeboten bekommen, die ihm persönlich helfen, diese Stelle auf Dauer auch ausfüllen zu können. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal die Forderung aus Kollegenkreisen stellen, nicht nur für Schulleiter, sondern für alle, dass es die Möglichkeit zur Supervision gibt. Ich glaube, das wäre ausgesprochen hilfreich, wenn man an der Stelle solche Möglichkeiten schaffen könnte, um die Schulleiter zu unterstützen. Bei der im Antrag der CDU geforderten Möglichkeit, Schulleiterinnen gleich für 2 kleine Grundschulen zu ermöglichen, finde ich, sollte man sehr vorsichtig sein. Da muss man sehr genau schauen, ob das nicht zu einer weiteren Aufgabenverdichtung führt. Da müsste es unbedingt zusätzliche Ressourcen und genau festgelegte Rahmenbedingungen geben. Und den Vorschlag von der CDU finde ich erstmal ganz schick mit der Schaffung von Stellen für Schulverwaltungsassistenten. Wenn wir da aber genau hingucken, das hatte Frau Gebauer auch gerade gesagt, würden da Lehrerstellen wegfallen. Und das ist keine gute Idee. Damit helfen Sie keinem Lehrer und keinem Schüler in diesem Land. Danke.